Schwestern, Brüder, als wir heute Nachmittag hier gekommen sind, sind wir zuerst hinaufgegangen in dieses wunderbare Heiligtum, um den Herrn zu grüßen und auch die 14 Nothelfer, die so wunderbar dargestellt sind in dieser Basilika, in der Mitte, so auf dem Thron, und welche wunderbare Ruhe dort zu spüren war in diesem Heiligtum. Sein Friede, eine heilige Gelassenheit. Und dort ist es ganz einfach, in die Kontemplation zu kommen, einfach beim Herrn zu sein, in seiner Gegenwart auszuschnaufen und Ruhe und Stille zu danken. Und wir haben uns gefreut, dass wir an einem solch schönen Wallfahrtsort sein durften, wo so ganz friedlich ist. Die Bescheidenheit des Gebetes, ein Gebet, das auch von selbst geht, ein Gebet, das gar nicht so viele Worte braucht, ein Gebet, so ganz in der Kontemplation kann man hier in diesem Heiligtum üben. Ja, die Stunde dürfen wir erkennen, die Stunde des Heils, die Heilszeit erkennen. Wir haben uns aufgemacht, hier diese Exerzitien beizuwohnen, um hier das Heil Gottes zu erleben. Und der Herr hat ganz sicher ganz viel Heil für uns, für Leib, Seele und Geist, auch für unsere Emotionen und Gefühle. All das darf zum Herrn gebracht werden, diesen Schweigeexerzitien. Und der Herr möchte seine Gnade da ausgießen. Die Heilszeit erkennen. Die Leute von Gerasa haben die Heilszeit nicht erkannt. Ja, da kommt Jesus und er ist so gütig und barmherzig, dass er diesen, die da ihm entgegenlaufen, befreit von den Dämonen, die ihnen anhängen, obwohl diese zwei Männer überhaupt nichts gesagt haben. Sie konnten vielleicht auch nichts sagen, weil sie so vom Dämon beherrscht waren. Aber der Dämon wusste, wer da kommt. Und der Herr hat Barmherzigkeit diesen Menschen erwiesen und sie frei gemacht. Und die Leute von Gerasa hätten sich doch diese wunderbare Zeit erkennen dürfen. Ja, da ist einer gekommen, der diese Männer befreit hat, die wir nicht fesseln konnten. Der einfach von einer Minute auf die andere Wunder gewirkt hat. Sicher haben diese Leute auch noch andere Kranken gehabt oder andere Besessen oder andere Leidenden. Auch der Herr hätte sich deren wohl angenommen, wenn sie ihn darum gebeten hätten. Aber nichts von all dem. Sie kommen und bitten ihm, ihr Gebiet zu verlassen. Als wenn hier einer gekommen wäre, ein Störenfried, der sie aufscheucht in ihrer Ruhe und Behaglichkeit. Ja, die Schweine waren ihnen doch wichtiger als diese Menschen, die der Herr geheilt und befreit hat. Ja, die Schweine, die sich da hinabgestürzt haben in die See und ertrunken sind, waren ihnen wichtiger als die Befreiung von Menschen, die vom Teufel geknechtet sind. Ja, sie haben die Stunde des Heiles nicht erkannt. Sie hätten umdenken können. Jesus hätte es ihnen angeboten. Aber sie schicken ihn weg. Ja, auch wir haben die Wahl, Jesus zuzulassen in unserem Leben oder ihn auszuschließen und wegzuschicken. Nein, das Irdische ist uns doch wichtiger als das, was er bringt. Aber wir, die wir zusammengekommen sind für diese Exerzitien, ich denke, uns ist das Irdische nicht so wichtig. Sicher, es ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist doch die Seele des Menschen. Denn all das Irdische, das Fressen, die Motten und der Rost, das geht alles vorbei, wie es der Pfarrer Fim gesagt hat, auch der beste deutsche Volkswagen und Porsche, auch er geht den Weg alles Vergänglichen. Und mit diesem kann man auch nicht in den Himmel fahren. Aber unser Herr und Gott, er bringt uns in den Himmel. Und deswegen dürfen wir den Herrn zulassen und in unserem Leben wirken lassen.
Wir dürfen uns in diesen Exerzitien für diese Heilsgnade öffnen und alles das ihm bringen, was uns irgendwie blockiert, was uns hindert, dass die Gnade richtig ankommt in uns. All das dürfen wir loslassen, übergeben dem Herrn und uns ganz in seine Arme hineinwerfen und voll und ganz auf ihn vertrauen. Wir sind Kinder seiner Gnade, geschaffen nach dem Bild seines Wesens. Und als solche haben wir Anspruch auf all die Gnaden und Wohltaten, die der Herr uns geben will. Und da soll niemand meinen, das ist für die anderen, aber nicht für ihn. Bei uns kommt immer ein Mann in die Heilige Messe, ein frommer Mann, ein liebenswürdiger Mann, einer, der viel Herz hat für die anderen, aber es fehlt ihm das Herz für sich selbst. Ja, nein, ich bin es nicht wert, hat er gemeint, wo ich ihn ranziehen wollte zum Gebet. Komm doch mal, wir schauen mal, was dahinter liegt, dass du so blockiert bist. Ja, das ist für die anderen, die haben es noch viel nötiger. Nein, für mich, ach, ich bin doch gar nicht wichtig und so weiter und so fort, hat er sich herauszureden versucht. Wir haben wirklich an der Nase ziehen müssen. Komm jetzt mal und wir wollen mal schauen, was wir auch für dich machen können. Ach, ich warte aufs Fegfeuer, hat er gesagt. Im Fegfeuer, da wird dann alles verbrannt und dann kommt es noch gut. Ne? Ich freue mich aufs Fegfeuer. Ich sagte, ja, der Herr möchte sicher nicht erst am Ende und nach deinem Leben hier auf Erden dir Heil schenken, sondern heute ist die Zeit der Gnade, heute ist der Tag des Heils und wollen doch mal sehen, ob der Herr nicht auch für dich etwas machen will. Ja, für die anderen ist wichtiger. Es war eine Heidenarbeit, ihn davon überzeugen, dass der Herr auch ihn liebt. Ne? Und so musste er wirklich einen Sprung machen über sich selbst hinaus und einmal das zulassen, was Gott ihm geben möchte an Gnade. Ja, natürlich, das hat seine Ursachen, warum er sich selbst so zurückgesetzt hat, hat abgelehnt und gesagt, ja, die Gnade Gottes ist gar nicht so fest für ihn in diesem Leben. Er kommt einfach so irgendwie durch und dann wird es dann nach dem Tod dann irgendwie gut werden. Nein, jetzt ist der Tag des Heiles, habe ich ihm gesagt und ihn herangezogen. Und dann haben wir halt manche Traumen in seinem Leben aufarbeiten müssen, bis er dahin gekommen ist, sich selbst als ein liebenswürdiges Gotteskind zu erkennen, für den der Herr ganz persönlich gestorben ist. Deswegen, was der Pfarrer Fim schon gesagt hat in dem ersten Vortrag, es ist ganz wichtig, dass wir uns selbst annehmen, dass wir uns selbst nicht verachten, sondern dass wir die Gnade Gottes reinlassen, uns gerade in dieser Armseligkeit erkennen und annehmen und den Herr wirken lassen. Ja, ich bin ein Kind Gottes, geschaffen vom Gott, dem Vater, ein geliebtes Kind des Vaters. Und er hat seinen Sohn gesandt, auch für mich, nicht nur für meinen Nachbarn oder für die anderen, sondern für mich ganz persönlich. Und ich darf seine Gnade ganz persönlich in meinem Leben hineinlassen. Ich bin ihm nicht zu schade, auch wenn noch so viel kaputt ist in meinem Leben. Gott hat einen Heilsplan für mich und diesen Heilsplan, den darf ich zulassen. Auch zur Zeit ist eine schwierige Zeit, die Zeit, die man so Corona-Zeit nennt, ist auch eine schwierige Zeit, aber letztlich muss es wohl auch eine Heilszeit sein, denn Gott hat sicher diesen Virus nicht gemacht, aber er hat ihn ja irgendwie zugelassen. Er könnte ja auch schnippen und das wäre alles vorbei, aber irgendwie lässt er es zu. Er muss auch seine Bedeutung haben. Wo das angefangen hat damit, letzten Jahres im Frühling, da hat ein kleiner Ministrant zu mir gesagt, diese Zeit ist gut dafür, dass man mal zum Wesentlichen kommt. Das hat so ein junger Ministrant gesagt, ne? Der muss wirklich erfüllt sein vom Heiligen Geist, ne? Dass man mal zum Wesentlichen kommt. Denn vorher, da haben wir gelebt, ja, wir machen alles, wir können alles, es läuft immer, es wird immer noch mehr gesteigert und noch mehr Gewinn rausgemacht. Und wenn es nicht noch mehr Gewinn gegeben hat, wie es letztes Jahr ist, oh, schon Alarmglocken läuten, wir müssen uns mehr anstrengen, dass noch mehr rauskommt. Ja, Gott hat dieses immer schneller sich drehende Rad der Welt einmal ein bisschen ausgebremst. Allerdings macht das natürlich vielen Menschen sehr zu schaffen. Das wissen wir alle. Und auch uns selbst macht das schon auch zu schaffen. Die Pläne Gottes sind nicht immer so schön durchschaubar.
wie wir heute in der Lesung gehört haben von Hagar. Ja, da hat der Abraham seinen Sohn und die Magd verstoßen müssen. So hat es Gott gewollt. Ja, unverständlich auf den ersten Blick. Unverständlich für Hagar, unverständlich für seinen Sohn. Selbst für den Abraham selbst war es ganz und gar unverständlich. Aber Gott hat ihn getröstet und hat ihm gesagt, ich werde für das Kind da sein und werde ihm zu einem großen Volk machen. Ja, Gottes Pläne sind manchmal wirklich nicht zu durchschauen. Vor circa 5 oder 6 Jahren, da hat der Werner und ich, wir haben ein Pärchen getraut in der Schweiz. Schöne Hochzeit. Und danach wurde sie bald mal schwanger, hat ein Kind geboren, ein zweites Kind geboren. Das Glück schien perfekt. Aber dann kam die vernichtende Diagnose über diese junge Frau, Krebs, aggressiver, unheilbarer Krebs. Ja, wie viele Leute haben dafür gebetet, im Radio Maria Aufrufe gemacht zum Beten, Gebetsstürme losgelassen. Wir sind zu ihr hingegangen, haben gebetet, Krankensalben gespendet. Die Wohnung war eingerichtet wie ein Spital, sie an den Schläuchen gehangen und so weiter. Ein Elend, das einem selbst so ganz und gar beelend hat. Ja, an Ostern diesen Jahres ist sie gestorben. Hinterlässt 2 kleine Kinder und einen Mann. Ja, unbegreiflich für uns. Warum hat Gott das zugelassen? Wir wissen im Moment nicht die Antwort. Der junge Witwer sagt, sie fehlt uns überall. Aber ich habe einen Frieden im Herzen. So sagt er. Er hat einen Frieden im Herzen. Er ist ein gläubiger Mann und hat auch in diesen schweren Schicksalsschlägen immer auf Gott vertraut und gehofft, und dass Gott es in der Hand hat und dass er keine Fehler macht. Und so glaubt er auch, dass jetzt in dieser schweren Zeit der Herr bei ihm ist. Er spürt es auch. Auch für seine Kinder ist gesorgt durch die Nachbarsfrau, die selbst schon 4 Kinder hat, aber die 2 anderen angenommen hat. Und seine sterbende Frau hat ihr gesagt, du kriegst jetzt noch 2 Kinder dazu. Sie konnte im Frieden von dieser Welt gehen und auch er ist im Frieden. Aber für äußere Menschen, die dann Gott kritisch gegenüberstehen, die werden dann sagen, ja, wie kann Gott sowas zulassen, ne? Einen solchen Gott können wir doch gar nicht ertragen. Er hätte doch das verhindern müssen. Wann lässt denn Gott das viele Leid in dieser Welt zu? Und so wenden sie sich ab von der Kirche und wenden sich ab vom Herrn, gehen ihre eigenen Wege, gehen dann aber hinaus in die Einsamkeit, in die Trostlosigkeit, die dann keinen Trost mehr haben, wenn ihnen irgendetwas Schlimmes zustößt. Ja, die Frage an uns. Glauben wir, dass der Herr mit uns einen Heilsplan hat und dass er auch in diesen Stürmen des Lebens bei uns ist und dass wir auch da, wo wir uns manchmal verlassen oder ausgestoßen gefühlt haben in unserem Leben, wie die Hagar ausgestoßen wurde, und solche Momente, die gab es sicher in unserem Leben auch, wo man sich so weggestoßen fühlt, hinausgestoßen, ungeliebt, ungewollt. Ja, glaube ich, dass Gott auch darin noch seinen Plan mit mir verwirklichen kann und dass er einen guten Plan mit mir und meinem Leben hat und dass ich diesem Plan Gottes mich ganz, voll und ganz und vorbehaltlos zusagen kann. Ja, lasse ich Gott in allem zu, gebe ich ihm den ersten Platz in meinem Leben, nicht dem Ehepartner, nicht den Kindern, sondern über alles will Gott geliebt sein. Und dann kann er eben auch alles ordnen. Wenn es in der Unordnung ist, dass etwas vor Gott kommt, dann kann es nicht gut rauskommen. Aber wenn die Ordnung so ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, über alles lieben, dann kann der Herr den Menschen und sein ganzes Leben ordnen, durch mancherlei Schwierigkeiten auch hindurch. Wir sehen es an den Heiligen, die 14 Nothelfer, die ihr verehrt haben, wenn wir ihre Biografien lesen. Ja, die haben alle auch das Kreuz getragen. Sie haben alle auch Schweres durchgemacht. Manche bis zur Hingabe ihres Lebens als Märtyrer gestorben. Und doch, der Herr hat sich ihrer angenommen und er hat ihnen ewiges Leben geschenkt. Sie dürfen da sein, wo die wahren Freuden sind. Ja,
Nicht Angst soll unser Leben regieren, nicht Befürchtungen, nicht die Trauer und nicht das Unverständnis, sondern Gott soll regieren in unserem Leben. Ihm auf den Thron erheben in unserem Herzen. Er hat alles in der Hand und er ordnet alles zu seiner Zeit. Pläne des Heils, die wir oft nicht durchschauen können, aber sie sind immer Pläne des Heils. Erst später, wenn der Mensch oftmals älter wird, erkennt er die wunderbare Hand Gottes in seinem Leben. Und letztlich werden wir es erkennen, wenn wir im Himmel sind. Dann dürfen wir den Plan Gottes für uns und auch für die Welt durchschauen, immer mehr und mehr. Und dürfen uns freuen und werden aus dem Staunen nicht herauskommen. Denn Gott hat Pläne, wie er selbst sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, so hoch der Himmel über die Erde ist, so hoch sind meine Gedanken über eure Gedanken und meine Wege über eure Wege. Und das dürfen wir immer glauben und darauf vertrauen, dass der Herr eben wunderbare Wege hat. Ja, Gott ist barmherzig, er ist gnädig, er ist bereit, uns immer beizustehen. Er meint es gut mit uns und auch in diesen Exerzitien darf mehr und mehr das Heil Gottes durchbrechen in uns, dass das Reich Gottes aufgebaut wird, denn das Reich Gottes ist in uns, sagt der Herr, mitten unter uns und in uns. Und dieses Reich Gottes baut der Herr auf, wenn wir ihn zulassen. Bitten wir die 14 Nothelfer in diesem heiligen Ort und die Gottesmutter Maria, Herrn Josef, unser Schutzengel und alle Engel und Heiligen, dass sie uns in diesen Exerzitien zu Hilfe kommen, dass wir so den ganzen Gnadenstrom Gottes in uns einlassen können. Amen.